So, da bin ich jetzt also wieder. Neuer Tag, neues Glück, wie man so schön sagt. Nach wie vor ist eben das Thema die Montage oder der Austausch eines Garagentorantriebes. Es gibt hier eben dieses Garagentor, den dazugehörigen Antrieb, bzw. die Führungsschiene mit dem dazugehörigen Antrieb. Wegen der Beweggründe, warum ich das austauschen möchte, da hatte ich ja in der Vergangenheit schon was zugesagt. Letztendlich muss man halt auch diese Führungsschiene hier austauschen gegen eine von Hörmann, das ist eben der neue Torantrieb. Und ja, leider ist es nun so, dass es bei Hörmann nicht die Möglichkeit gibt, offiziell zumindest nicht, diese Schiene direkt hier oben zu verschrauben an die Decke der Garage eben, sondern ich habe jetzt auch nochmal mit Hörmann und dem Fachhandel gesprochen. Ja, das ist einfach von der Positionierung oder von der Befestigung her so angedacht, dass man das hier auf bei mir nicht existierende Querverstrebungen auflegt der seitlichen Führungsschiene vom Sektionaltor da hinten. Da gibt es eben bei den meisten oder bei einigen Modellen nochmal so eine seitliche Verstrebung und darauf auflegen kann man dann diese Führungsschiene und die dann nochmal zusätzlich von der Decke abhängen und dann so befestigen. Bringt mir jetzt in meinem Fall nichts, denn all diese Möglichkeiten gibt es hier eben nicht. Ich möchte die nicht abhängen. Das klappt halt einfach von der Höhe, von den örtlichen Gegebenheiten her nicht. Daher, wie gesagt, muss das wie auch jetzt die bereits existierende Schiene auch direkt an die Decke geschraubt werden. Und da scheitert es eben an Zubehör und an Material in der Vergangenheit. Ich habe mich jetzt eben nochmal so ein bisschen schlau gemacht. Hier auch nochmal diese Teile bestellt, diese Schienen, die eben eigentlich für einen anderen Verwendungszweck sind, die ich hier so ein bisschen zweckentfremden werde. Sollte aber auch klappen. Und zusätzlich dazu habe ich auch bei der Gelegenheit gleich nochmal hier diese Mitnehmer, diese Führungs-, das Gestänge eben bestellt, das dann analog zu der bereits existierenden Lösung eben hier eingehängt wird und das Tor halt einfach mitzieht bzw. mit runterdrückt wieder. Auch das war jetzt beim originalen Zubehörsatz eben nicht so in der Form vorhanden, bzw. das, was da vorhanden war, war zu kurz. Da habe ich das auch noch gleich mit organisiert und jetzt sollten wir eigentlich alles haben, um das Ganze eben auszutauschen. So, vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Zubehörteil hier. Eins davon liegt eben bei diesem Zubehörsatz. Das ist aber eigentlich gar nicht dafür gedacht, das jetzt direkt an die Decke zu schrauben. Man kann es ja auch sehen, die Löcher hier sind viereckig. Da kommen eigentlich so viereckige Schrauben durch, damit man das eben von der anderen Seite dann mit einer Mutter eben festziehen kann. Und eigentlich ist das gedacht, um hier so Metallbügel dran zu schrauben, um das eben abzuhängen von der Decke. Im Prinzip wird das aber hier jetzt eben so auf diese Schiene geschoben. Das ist eben die Rückseite dieser Führungsschiene. Und dann hat man hier einfach zwei Löcher, die ich nutzen werde, um das Ganze oben an die Decke zu schrauben. Das Schöne ist ja, dass das hier wirklich in erster Linie darum geht, das Gewicht der Schiene und auch des Antriebs zu halten. Da geht es jetzt gar nicht, da werden jetzt keine allzu großen Kräfte auftreten, denn die eigentliche Kraft, die eben durch das Hochziehen des Tores hier verursacht wird oder die eben hier wirkt, ist auch ähnlich wie zu dieser Führungsschiene, die wird nach vorne hin wirken. Denn da, dass, wenn man das Garagentor hier hochzieht, wird ja die Kraft des Tores irgendwo dann nach oben hin wirken. Insofern muss man halt schauen, dass man hier dieses Stürzgelenk richtig montiert, dass da wirklich das den Kräften, die hier wirken, standhält. Und dafür gibt es ja die offizielle Lösung, die passt auch bei mir ganz gut. Also das ist hier jetzt die eine Seite der neuen Führungsschiene. Und da gibt es eben auch beim originalen Zubehörsatz dieses Teil hier. Das kann man eben auch oben anschrauben, hier dann entsprechend alles miteinander verbinden. Und dann wirken da eben die eigentlichen Kräfte, Gewichtskräfte und so weiter des Tores. Insofern ist das hier alles hoffentlich gar nicht mal so kritisch. Aber sauber arbeiten sollte man natürlich trotzdem. Und ich werde das natürlich trotzdem ordentlich fixieren, damit das einfach auch über viele Jahre hinweg hält und nicht irgendwie später zum Problem wird. Ja, und in einem ersten Schritt gilt es jetzt eben, das bereits existierende, die existierende Führungsschiene samt Antrieb jetzt zu demontieren. Die ist hier eben mit solchen Schrauben direkt in den Beton geschraubt. Und ja, man muss das auch hier nochmal entkoppeln vom Tor. Und dann schraube ich das jetzt alles mal herunter
und werde das ein bisschen vermessen, ausmessen und dann eben an der Stelle hier die neue Schiene montieren. So, das war also jetzt der erste Streich. Der bisherige Antrieb ist eben jetzt demontiert. Samt Führungsschiene, also das ist jetzt 3,5 Meter breit und der war eben hier montiert. Bis auf ein paar kleine Löcher ist das jetzt so weit eben hier nackig. Man kann auch hier so diesen Durchbruch sehen, der hier auf dieser Seite eben da ist, um die Schiene hier durchzubekommen. Da muss dann auch die neue Schiene durch. Und soweit war das jetzt eben keine große Raketenwissenschaft, das hat wunderbar geklappt. Ganz nett ist bei der bisherigen Führungsschiene diese Halterungshaken, die kann man eben durch so einen seitlichen Versatz, durch so ein leicht seitliches Drehen montieren und die dann eben in Position drehen. Das ist eigentlich ein ganz nettes System. Bei Hörmann muss ich die ja, diese Zubehörteile, die ich habe, muss ich ja komplett an einem Ende eben hier einführen. Und dann vorschieben, das heißt, wenn man es vergisst oder so, dann hat man ein Problem. Und auch hiermit, oder leider, und auch das ist wieder zum Nachteil der Kunden, die Hersteller können sich natürlich nicht auf irgendwie eine Führungsschiene einigen. Das wäre natürlich sehr schön, wenn die hier auch irgendwie passen würde, wenn man das hier weiterverwenden könnte. Ist aber nicht, ja, schade und dementsprechend der ganze Aufwand hier jetzt. So, ich habe jetzt hier mal den Antrieb von der Führungsschiene gelöst. Also hier dieser alte Antrieb, das ist die alte Führungsschiene. Und interessanterweise, das ist jetzt der neue Antrieb, scheint der Antrieb hier eben auch perfekt zu der Schiene zu passen. Also ich habe das hier jetzt auch mal mit so einer Messlehre eben ausgemessen, weil mich das selbst interessiert hat. Das sind wohl in beiden Fällen in etwa 9,5 mm im Durchmesser, auch hier. Also das scheint der gleiche Durchmesser zu sein und auch die Riffelung ist auf den ersten Blick identisch, sehr ähnlich auf jeden Fall mal. Kleine Nuancen sind anders. Hier gibt es irgendwie noch mal so einen Nut. Hier oben ist kein Loch, während hier ein Loch ist. Aber Fakt ist, rein mechanisch passt auch dieser neue Antrieb in die alte Führungsschiene. Und ich wäre jetzt sogar verleitet, das so zu probieren.
Fakt ist aber auch, ich habe bereits die passende Führungsschiene eben von Hörmann hier. Und einfach damit das zusammenpasst, damit das von einem Hersteller ist, aus einer Hand und von einem System, werde ich den neuen verbauen. Hätte ich das allerdings früher gewusst, dann hätte ich vielleicht darauf verzichtet, die Führungsschiene mitzubestellen. Denn zum einen wäre das weniger Arbeit und zum anderen, wenn es passt, warum nicht wiederverwenden. Aber gut, wie gesagt, jetzt habe ich die Teile da und dann ist das zumindest mal wirklich füreinander, aufeinander abgestimmt. Denn ja, offiziell ist das sicherlich nicht unterstützt und gewünscht, dass man diesen Antrieb mit einer Führungsschiene eines anderen Anbieters oder Herstellers verwendet. Aber interessant, ich hätte fast erwartet und vielleicht bin ich da schon zu pessimistisch eingestellt, dass das überhaupt nicht kompatibel ist und dass hier wirklich wegen ein paar Millimetern das dann gar nicht zusammenpasst. Interessant. Und weil ich gerade hier so schön am Herumexperimentieren bin, ich habe jetzt tatsächlich eine Menge gelernt, nämlich unter anderem auch, dass es hier so Adapter gibt. Also das war hier eigentlich eingesteckt, das ist aber jetzt rausgerutscht und das passt hier wirklich perfekt auf diese Welle. Und das adaptiert dann halt auf die entsprechende Breite hier oder auf den entsprechenden Durchmesser von der Führungsschiene. Also das wäre aus meiner Sicht tatsächlich überhaupt kein Problem, hier diesen Antrieb zu verwenden. Was natürlich ein Problem ist, ist diese Halterung. Die ist nämlich jetzt für die neue Führungsschiene. Also das Ganze würde hier jetzt so eingesteckt. Und das müsste jetzt hier eben drüber gehen. Und man kann sehen, das ist jetzt hier alles ein bisschen ungenau, weil das eben für die andere Führungsschiene erarbeitet worden ist. Das heißt, man hat hier seitlich Spiel, man hat nach unten Spiel, das passt nicht. Man müsste jetzt irgendwie die alten Haltebügel verwenden. Das wären die hier. Die wiederum passen aber vom Schraubabstand nicht so ganz zusammen. Das heißt, man müsste hier schon so ein bisschen improvisieren. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich habe ja das Originalzeug hier. Und dementsprechend würde ich jetzt das Originalzeug verwenden. Aber da hätte ich gar nicht mal gedacht, dass man hier jetzt sogar die verschiedenen Systeme miteinander kombinieren kann. Und das zum Vergleich ist jetzt eben die Führungsschiene von Hörmann. Die gibt es in verschiedenen Längen. Ich glaube, ich habe hier die Länge M, wenn ich mich richtig erinnere. Und nur zum Unterschied, dass man das mal sieht hier. Der Aufbau ist eben ganz ähnlich, aber dieses Teil hier, das eben auf die Welle geht, das ist hier aus Metall gearbeitet und dementsprechend wird das sicherlich ein bisschen stabiler sein oder vielleicht nicht irgendwie sich ausarbeiten im Laufe der Zeit. Daher ist mein Eindruck schon, dass das qualitativ ein bisschen hochwertiger ist. Aber das Konzept ist genau das gleiche. Also hier wird einfach die Drehbewegung auf diesen Riemen hier, der innenläufig ist, übertragen. Und dadurch wird dann vorne dieser Schlitten in Bewegung gesetzt. Jetzt montieren wir das Ganze mal und dann schauen wir, was man am Antrieb dann eben einstellen muss und was es dann noch so für Möglichkeiten gibt.
So, damit wäre der zweite Schritt nun auch abgeschlossen, nämlich die Montage dieser neuen Führungsschiene. Man kann das sehen, die ist eben mehr oder weniger an der gleichen Stelle wie auch schon zuvor installiert, eben an der Decke direkt angeschraubt. Da habe ich hier eben diese Bleche benutzt, die ich vorher gezeigt hatte. An mehreren Stellen habe ich hier eben neue Löcher bohren müssen in die Decke, habe das Ganze verschraubt, ganz vorne dann mit so einem, mit diesem Stützgelenk, und insgesamt, das hält schon bombenfest. Da haben wir jetzt keine Sorgen, dass das viele Jahre auch halten wird. Und hier im zweiten Element, durch diesen Durchbruch hindurch, geht ja diese Führungsschiene, und im zweiten Element eben befindet sich der Antrieb selbst. Da hängt jetzt hier noch das Stromkabel, der Stromstecker herunter, ist noch nicht in Betrieb genommen. Ich habe das selber noch nicht angeschlossen, und das wäre jetzt eben der nächste Schritt. Kurz vielleicht noch hier zum Schlitten. Auch hier habe ich noch diese Notentriegelung, diese Schnur eben montiert, damit man das eben auch händisch bedienen kann. Und auch der Mitnehmer ist hier am Führungsschlitten montiert. Da gibt es eben auch im Zubehörbeutel das entsprechende Material dazu. Das ist hier so ein Bolzen, der eben auf der anderen Seite mit so einer Federklemme in Position gehalten wird. Genauso wie das ja auch hier der Fall ist. Und insgesamt, ich konnte das Tor eben auch schon händisch öffnen, funktioniert das alles wunderbar. Allerdings muss ich das Ganze jetzt eben, also die Inbetriebnahme, die muss ich jetzt nochmal verschieben. Das muss ich an einer anderen Stelle nachholen, denn ich habe insgesamt doch ein bisschen länger gebraucht als erwartet. Und ja, das wird ein bisschen dauern mit der Inbetriebnahme, mit den ganzen Einstellmöglichkeiten, die man hat, die ich ausprobieren möchte. Und dafür will ich mir eben Zeit nehmen. Die habe ich jetzt an der Stelle nicht mehr. Und auch in den nächsten Schritt geht es noch darum, die Lichtschranken anzuschließen und vor allem zu installieren. Also ich habe noch Lichtschranken besorgt, damit eben das Garagentor auch automatisiert geschlossen werden kann. Also die sehen in etwa so aus, senden eben Licht aus und müssen irgendwie seitlich beim Tor hier bzw. in der anderen Ecke dann halt installiert werden. Und das ist einfach eine Voraussetzung, damit das Garagentor automatisiert geschlossen werden kann. Auch das möchte ich eben haben. Auch die gilt es noch zu installieren und dorthin zu verkabeln. Insofern ein bisschen was ist noch zu tun, und das möchte ich eben in Ruhe machen, und dementsprechend werde ich das ganze Vorhaben jetzt an der Stelle nochmal unterbrechen und eben bei einer geeigneten Möglichkeit weiterführen und weitermachen. Ich habe auch schon so ein bisschen aufgeräumt. Das ist ja die alte Schiene und auch der alte Antrieb inklusive sämtlichen Installationsmaterial. Muss ich mal sehen, wie ich das loswerde. Und ja, ansonsten ist das aber jetzt keine Magie gewesen, eigentlich sehr einfach in der Installation, und der eigentliche Spaß beginnt ja dann erst mit der Parametrierung bzw. mit der Programmierung des Antriebs und dann eben auch KNX-seitig mit der Parametrierung des Gateways, und das sind eben Schritte, die dann in Zukunft folgen werden. Dementsprechend hoffe ich darauf, dass wir uns bald wiedersehen, und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss!